Olga! Setz dich. Ich bin Holger. Und das ist mein kranker Vater. Und das ist meine kranke Mutter. Verena Gerhard. Nein, natürlich nicht. Ich nenne meine Eltern meinen Vornamen. Wir glauben beide, dass es am besten wäre, wenn... Lass das scheiden. Krank. Kann mich doch nicht mal zu Paul fahren? Es war okay. Ich blieb erstmal bei Verena und Gerhard zog aus. Aber eins habe ich gelernt. Sag deinen Eltern, es ist okay und was sie hören ist, ich stehe mit einem Fuß auf dem Fensterbrett. Doch dass ich mit meinen Gedanken die meiste Zeit woanders war, lag ja nicht an meinen Eltern. Es lag an Hannah. Vom ersten Augenblick an, als ich sie auf dem Schulhof sah, gab es nur noch sie und mich. Für mich war es beschlossene Sache, dass wir zusammengehören. Hannah, was? Da ist Hannah! Gott, oh Gott, meine Schwester! Mach dich einfach mal ein bisschen locker. Locker machen. Und Holger? Locker. Warm? Guck mal da, das ist eine gute Läuferin. Wer? Das Mädchen da. Trainierte Leichtathletin, erkennt man auf den ersten Blick. Bitten und alle Läuferinnen und Läufer in die Stopplinie! Willst du immer unterschreiben? Was ist denn das? Das ist für Peter. Welcher Peter? Ich bin Holger. Manche Leute sagen ja, der erste Eindruck entscheidet alles. Holger, mach langsamer. Nein, muss. Lauf. Leg dich auf den Rücken. Leg dich hin. Vom ersten Augenblick an, als ich sie auf dem Schulhof sah, was ist denn passiert? Gab es nur noch sie und mich. Keine Sorge, der wird schon wieder. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Ich bin Zahnarzt. Ach ja? Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Holger, was würdest du sagen, wenn dein Vater jemand kennengelernt hätte? Dr. Gerhard Senne, garantiert schmerzfrei. Für mich war es beschlossene Sache, dass wir zusammengehören. Könnte was Ernstes sein, ziemlich Ernstes sogar. Aber für sie? Das ist im kleinen Zwischenfall mit ihren Sportschuhen. Für sie? Erinnerst du dich? Ihr Name ist Halle. Holger, das endet noch nicht. Deine Mutter bleibt deine Mutter und ich bleib dein Vater. Ich verstehe dich ja. Das du verstehst den Scheiß. Und Verena versteht auch den Scheiß. Du wirst auf der Schweiz gesteuert. Kinderficker bist du. Manche Leute sagen ja, der erste Eindruck entscheidet alles. Bist du jetzt oder was? Aber ich glaube es nicht. Es fehlt! Hilfe. Geh jetzt ins